So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round the Land. Warte, ich habe schon gespeichert. wir rushen hier gerade durch den Arlong Part. Und wir müssen in jedem Level Zorro nehmen, weil er der Einzige ist, der die ganzen Truhen mitnehmen kann. Und ich nicht weiß, an welcher Stelle ich ihn brauche. Deswegen werde ich ihn jetzt die ganze Zeit benutzen. Aber ich farm ja auch seine Fähigkeiten dadurch hoch. Das Problem ist, ich farm Choppers Fähigkeiten wiederum runter, den ich mitgenommen habe, um ihn hochzuleveln. Weil er irgendwie dauernd seine Fähigkeit einsetzt, weil ihm das Spaß macht. Mal wieder. Typisch. Weil der setzt die... in diesen Zwischendingern ein, wo man normalerweise halt Geschenke von den anderen kriegt. Da heilt er uns dann, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt hat er noch eine Fähigkeit. Was er halt auch tut, ist einen wiederbeleben, wenn er stirbt. Und seinen Rumble Ball dadurch einsetzen. Der Rumble Ball ist zwar nicht unbedingt notwendig. Ach Gott sei Dank. Nein! Ich hab doch volles Leben, Chopper. Was tust du eigentlich? Chopper! Bist du völlig bescheuert? Das hast du keine mehr. Wieso? Ich hatte... Wie wenig einfach gefehlt hat. Ich weiß nicht mal, was mich getroffen hat. Ich habe null Plan. Mich hat eigentlich nichts getroffen, oder? Ach man, Chopper, du bist so ein Arsch. Oh, ist das kacke, Alter. Ist das kacke. Ja, ah, nee, warte, das juckt Zorro nicht, ne? Nee, Zorro juckt das gar nicht. Toll. Chopper kann mich jetzt also nicht wiederbeleben, wenn ich sterbe. Also muss ich ganz vorsichtig sein, dass Zorro hier nicht drauf geht. Was bedeutet, er darf nicht seinen Lebensbalken auf null sinken lassen. Und er darf nicht mehr als 12 Mal... ins Wasser fallen. Weil 12 Mal wurde gerettet. Beim 12. Mal wäre er tot. Ah! Ah! Ich brauche dringend Heilung. Oh Mann. Das fängt jetzt schon wieder gut an. Gerade wo ich sage, okay, Chopper. Ich kann mir da nicht mal hoch. Ist da oben irgendwas Cooles? Ich hoffe nicht. So oder so. Ich weiß, dass Zorro der Einzige ist, der die letzte Truhe hier nehmen kann. Also muss er auch rankommen können. So, mit Schwarzgurt kämpfen wir jetzt lieber erst beim Einheitsmodus. Oh wow, das war lustig. Aua. Ja, vor allem, weil er halt wirklich einfach nur die ganze Zeit zuschlägt. Das juckt ihn gar nicht, dass er jetzt verkloppt. Oh, das war's schon, okay. Also, ganz miese Scheiße, was der da abzieht. Weiß nicht, wie man den am besten besiegen soll ohne Einheitsmodus. Aber den letzten Kampf, den macht dann entweder Ruffy oder Chopper. Ich denke eher Ruffy. So, da seid ihr auch schon. Ich brauche jetzt irgendwie... Ich brauche die Truhe. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber ich weiß, dass nur Zorro die nehmen kann. Das heißt, entweder ist es eine Goldtruhe oder ist es so eine... Shishi-Sun-Sun-Öffnung. Sehen wir dann. Wow. An den da oben komme ich auch nicht ran. Ich habe schon vorhin gesehen, dass der Zorro einfach nicht hoch genug springen kann. Was schon ein Problem ist, ey. Au! Och Gott, Alter, da wäre ich beinahe draufgegangen. Oh wow, ich kann das Vieh hier angreifen. Warte mal, kann ich das killen? Ich warte mal, bis es nochmal rauskommt. Ich will das jetzt wissen. Ich habe nicht getroffen, glaube ich. Probieren wir gleich nochmal. Nee, das war, glaube ich, nur Zufall, dass da ein Schadenssymbol kam. Ich glaube nicht, dass ich den getroffen habe. Okay. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hatte gerade richtig Schiss, dass der mich jetzt hier nochmal trifft. Ich muss echt aufpassen. Zorro hat übel wenig Leben jetzt. Und ich will nicht meinen ganzen Einheits... Okay, da setze ich ihn ein. So, auf Grandisch. Da ist noch ein Item. So. Okay. Ich weiß nicht, wo ich... Ich sehe zu wenig! Okay, alles klar. Wow, das war knapp. Ach komm, das ist unfair. Uff! Heieieiei, wieso ist das so unfair? Und wo ist die Scheißruhe? For fuck's sake. Es kann natürlich auch sein, es wäre die nächste Möglichkeit. Nee, warte. Also, wenn es eine goldene Truhe ist... Ich glaube... Oh! Uff! Oh oh. Bitte sag mir, dass ich das da kriege. Und gescheit nehmen kann. Ja, es ist Heilung. Das war jetzt nicht perfekt, aber es war okay. Ja, hier muss aber noch irgendwo eine Schatztruhe sein, ne? Und ich will nicht den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Ich weiß genau, wann es das Ding kaputt geht.
Okay, wenn die Schatztruhe nicht hier versteckt ist und eine goldene ist, dann habe ich ein Problem. Geil. Ah, das ist eine silberne. Okay, ich brauchte mindestens Ruffy, war der Punkt hier. So. Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, ich hätte die verpasst. Ich dachte, es wäre so eine, wo man mit Shisui und Sun arbeiten muss. Alles klar. Okay, Ruffy freut sich in Keks. Ja, Chopper hatten wir schon gesehen. Gut. Chopper ist jetzt auch Richtung 10 Mille langsam. Geht noch ein bisschen, aber bald hat er es. Ich denke nach Arlongs Kampf auf jeden Fall mal. Und dann kriegt er, glaube ich, auch neue Spezialfähigkeiten. Also dann lohnt es sich nochmal ihn auszuprobieren. Aber Chopper ist überhaupt keine Wiederbelebungsteile mehr, ey. Wie nervig. Okay. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir, ja, machen wir schon die ganze Zeit so, dass wir Zorro von Anfang an mitnehmen. Ich glaube, also es gibt noch ein Level, wo dauernd das Wasser hoch und runter läuft und wo wir nirgends abgeben können, außer ganz am Anfang. Und da können wir nicht mal hin zurück. Also das ist ganz unfair. Da müssen wir 4 Kisten mit zum Eternal Port schleppen. Weil es nicht wieder hochgeht, glaube ich. Das habe ich aber auch nicht ausprobiert. Aber ich habe auch gar keine Kisten mehr nehmen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wieder hoch und oder runter geht. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir hier sind. Ja, das könnte das Level sein, dass wir immer nur eine Kiste abgeben können, weil direkt hier der Startpunkt ist und danach geht es direkt mit dem Wasserteil runter. Das finden wir jetzt gleich raus. Ich glaube nicht, dass... Das ist ein richtig beschissenes Level für Zorro auf, by the way. Weil er halt, am wenigsten hoch springen kann. Und damit unglaublich unpraktisch für so ein Level ist. Sanji ist hier wirklich praktisch, aber Sanji kann halt auch kaum Kisten tragen. Also ich weiß, dass es hier auf jeden Fall eine goldene gibt. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann können die anderen vielleicht noch eine der anderen mitnehmen. Ich bin jetzt auch extrem vorsichtig, was die Ballons angeht. Oh! Oh Gott, wie bin ich jetzt da drauf gelandet? Holy shit. Das war ja echt mehr Glück als Verstand. So, wenn ich jetzt den killen würde, wäre ich, glaube ich, selber tot. So. Okay. Jetzt werde ich mal ausprobieren, ob das Ding wieder hochfährt, wenn ich drauf springe. Wenn es das tut, dann schneide ich hier kurz, weil ihr müsst jetzt nicht ansehen, wie ich wieder hoch und runter fahre. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ja übel asozial. Das heißt, du kannst alle Kisten nehmen, aber du musst deinen ganzen Weg wieder hoch oder runter gucken. Oh, mein Gott. Wie mies. Okay, dann muss ich in das Level aber wenigstens nicht 4-mal rein. Aber ich werde euch das jetzt nicht antun. Demzufolge schneide ich jetzt an dieser Stelle. Ach, bis gleich. So, die haben wir auch noch geholt. Sehr gut. So. Alles klar. Sind wieder da. Das werde ich jetzt noch 2-mal machen dürfen. Ich will es jetzt sogar 3-mal machen, wenn ich... Oh Gott, da ist wenigstens schon die erste. Okay, toll, dann hätte ich das... Oh, dann hätte ich die auch erst holen können, bevor ich... Oh Mann, ist das dumm. Jetzt kann ich da allein wieder hoch und runter fahren. Ah, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich oben bin und die Kiste abgebe. Meine Fresse! So, wir sind oben. Zwei Pfeifen, hier ist eine fucking Kiste. Ich dreh durch, ey. Übrigens kriegt jetzt Zorro wieder fett Kopfgeld. Nachher wird überholtere Ruffy wieder, weil er mehr Kopfgeld kriegt als er. Aber ich denke nicht. So. Ja, freut sich da. Fucking Keks. Okay. Nee, der kann den so schnell nicht überholen. Die Frage ist, wie lange Ruffy braucht, um Crocodile zu überholen. So, okay. Ab nach unten. Wir sehen uns dann gleich wieder. Gott, wie nervig. Aber zum Glück nur für mich. Ich habe euch das zum Glück alles wegschneiden können. Nur ich musste diesen Scheiß... Ah! Mitmachen. Tja, scheiße gelaufen, ja? Ich wusste, dass er nochmal aufsteht. Es waren nur 2 Schläge. Oh. Ah! Wieso habe ich den jetzt so schnell zerschlagen? Scheiße hier. Oh, falsche Richtung. Okay, jetzt wird es wirklich interessant, weil jetzt fahren wir hoch und wenn es schlecht läuft, fahren wir hoch und wieder runter und hoch und wieder runter und hoch und wieder runter und... Okay, der ist tot. Gebt mir die... Oh, oh. Whoopsie. Nasse Füße gekriegt. Okay, das ist nur eine normale Kiste. Schade eigentlich.
Aber wenn jetzt nicht bald die andere kommt... Ah! Dann habe ich hier ein Problem, weil dann muss ich mehrere Aufzüge hoch und runter fahren, um da ran zu, um das abzugeben. Und darauf habe ich ja gar keinen Bock. So, was noch? Da hat Gold, Ballons. Ich spiele ein bisschen risky, weil gerade als Zorro sollte ich das eigentlich gar nicht einsammeln, das alles. Aber es klappt schon. Da ist die Silbertruhe. Ups! Das heißt, wir können mit der jetzt gleich wieder runterfahren. Und dann die letzte am Eternal Port abgeben. Immerhin müssten wir jetzt nicht zu oft hoch und runterfahren. Uff! Okay, die Kiste holen wir gleich auf dem Rückweg. Das mache ich noch kurz mit euch zusammen. Die killen wir auch noch kurz, weil Chopper... Au! Chopper ist nicht hier, der kann mich jetzt nicht... Au! Ärgern. Ich hoffe, jetzt ist Stufe 2... Nee, vielleicht nicht. Okay, die letzte Kiste wird dann auch irgendwo sein. Die hole ich aber erst nachher. Bin sehr gespannt drauf. Das spare ich mir jetzt aber kurz auf mit euch. So, aber wir holen jetzt diese Kiste noch. Hä? Leben. Essen. Okay, dann sehen wir uns in, keine Ahnung, ein paar Minuten, wenn ich endlich da bin. Oh, Mann. Ich habe einfach vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Aber ihr kennt das ja jetzt mittlerweile zur Genüge. Er gibt die Kiste ab, da steht super viel Geld dran. Nochmal drei Nullen und dann ganz viele Nullen und dann Berries. Und dann freuen sich alle. Egal, ihr habt ja nur den Anfang verpasst. Ja, kennt ihr aber trotzdem. Ich cutte hier wieder und wir sehen uns wieder, wenn wir wieder oben sind, was noch eine Ewigkeit dauern wird. Also bis gleich. So, Dele. Geschafft. Hat es jetzt aufgehört, weil ich rausgesprungen bin, oder war das jetzt Zufall, dass ich im richtigen Moment rausgesprungen bin? So, was kriege ich denn hier? Geld, Heilung, obwohl ich volles Leben habe wegen der Kiste und ein so ein Teil für die Fähigkeit. Also alle drei. Schöne Dreieinigkeit hier. Okay. Zack. Alles klar. So, jetzt sind wir endlich wieder im richtigen Level. Jetzt können wir wieder ganz normal weitermachen. Ich mache die... Ballons mal kaputt, ohne das Geld einzusammeln. Denn ich will lieber den Bonus als mein Leben riskieren für eine Kupfermünze. Oh Gott, hab ich mich erschreckt gerade. Das war aber auch haarscharf. Nö, nicht mit mir. Peaks. Oh, okay, den kriegen wir nicht, aber ich weiß auch nicht, ob wir den brauchen. Ich weiß nicht, ob die... Bomben dazu zählen. Ich glaube... Oh Gott, war das knapp. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde bald beinahe gestorben. For fuck's sake! Damn it! Das wollte ich vermeiden. Fuck me. Sorry, Ruffy. Oh Gott, jetzt bring dich nicht noch absichtlich um, Maro. For fuck's sake. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder runterfahren, ohne dass irgendwas passiert. Oh, wisst ihr, wie langweilig das ist? Aber diesmal schalte ich es nicht weg, weil diesmal war es meine Dummheit und nicht das asoziale Level-Design. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nicht die letzte Truhe. Aber ich glaube nicht. Die muss irgendwo noch sein. Ich habe ja gerade erst eine geholt. Die letzte wird dann relativ beim Eternal Port sein. Ich weiß nicht mehr, wo die war, die ich mit Sanji geholt habe, wo ich nicht wusste, dass man wieder hochfahren kann. Aber die war wahrscheinlich auch eher am Anfang dann. Ich habe die wahrscheinlich die ganze Zeit mitgeschleppt, wie so ein Vollidiot. Wahrscheinlich gibt es vielleicht welche von euch, die es gespielt haben und wissen, dass man da wieder runterfahren kann. Ich wette, ich wusste das auch mal vor vielen Jahren. Aber mittlerweile wusste ich es nicht mehr. So, und du? Okay, er hat mich getroffen, aber ich habe ihn auch getroffen und ich war tödlicher. Das hätte jeden umgehauen. Au! Arschloch, da ist die letzte Truhe. Da kommen wir auch noch mit Zorro ran. So, gut, dass ich mich auch daran zurückerinnert habe, wie man die öffnet. Diese Dinger da. Diese Wege. Okay. Wieder nach oben. Nope. Einfach, nope. So. Das wollen wir kurz haben. Oh, vielleicht auch nicht, weil ich mich gleich umbringe. Jesus Christ, Maro. Das sind ein paar Münzen, Alter. Hep und hep und hep. Und hep.
Und... Hep. Nein! Ah, for fuck's sake! Ich sag ja, sobald mein Kopf unter Wasser ist... Ah, jetzt bin ich schon wieder hier! Ich hasse dieses Level jetzt schon. Ruffy hatte richtig viele Punkte, jetzt ist er wieder bei 10 unten. Der nächste ist Zoro jetzt bei 14. Der kann 14 mal Leute retten. Ich glaube, da muss ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen. Gott sei Dank ist die Kiste hier geblieben, ey. Vor allem, ich habe mich umgedacht wegen ein paar scheiß Münzen. Ah! Scheiß Dreck. Okay. Das Level zieht sich noch länger, als ich erwartet habe. Das heißt, ich nehme an Gebiet 4 und das Boss-Level wird ein vierter Part in dieser Session. Und dann machen wir halt bei Risen auch 4 Parts. Das wird schon gut gehen irgendwie. Wahrscheinlich brauche ich sogar 4 Parts, weil ich bin ja jetzt an der Vulkanfestung. Ich werde viel reden müssen. Und ich will natürlich am besten so viel wie möglich in einen Part kriegen. Epp. Kiste. 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 Jupp, sagt Zorro, der hat auch gemerkt, dass es eine Kiste ist. Ne. Wozu soll ich die Explosivdinger da holen? Okay, das hat Heilung gegeben, aber das gibt auch Heilung. Haha, verkackt. So, und da sind noch Ballons. Ja, ich frage mich wirklich, ob die Explosivballons auch zum Ding zählen. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut, das Level wäre auch weg. Und soweit ich weiß, braucht das letzte Level auch noch Zorro, weil das eine Goldtruhe ist oder so. Und da habe ich auch, hätte ich auch nehmen können, wenn ich Zorro dabei gehabt hätte. Er hätte aber sehr weit zurücklaufen müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie kann ich kein Deutsch mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie lange der Part geht, aber ich bin sicher, dass der ziemlich lang genug geht. Hurra, der Schatz! Okay, Chopper hat die 100 Mille erreicht, das heißt, die 10 Mille. Das heißt, er kriegt eine Spezialfähigkeit, eine neue, oder eher Kampffähigkeit. Dann ist vielleicht gut, dass wir jetzt noch nicht alles ausprobiert haben. Da ist bestimmt eins mit Rumble Ball dabei. War Chopper. Er kann eine Kiste nehmen und dann X drücken. Okay. Daran erinnere ich mich nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hat jetzt Zorro auch Bellamy überholt oder was ist hier der Punkt? Sanji braucht auch noch sehr viel Kopfgeld. Ja, hat er, okay. Sanji hat noch nicht mal die Hälfte von den beiden. Ja, gut. Naja, gut. Jetzt werde ich mal kurz gucken, wie lange der Part geht. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Okay, so wie ich das sehe, brauchen wir noch einen vierten Part für den Bossfight und Gebiet 4. Und in dem Fall machen wir das aus. Könnte ein recht kurzer Part werden, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Also, ich habe keine große Wahl. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und bis dann.